Da sind wir wieder zurück bei Let's Play Fußball Manager 13. Die Scheißsaison haben wir hinter uns gelassen. Und nun geht es Neustart mit dem FC Sito. Wir sind hier wieder Folge 42. Ja, das stimmt sogar. Ja. Ja, und ich bin ganz schön aufgeregt, denn heute... Oh, egal. Dann heute erstellen wir unseren neuen FC Sito. Wir wiederholen sozusagen die Saison dann nochmal in der Regionalliga West. Wie es von euch gewünscht wurde. Wir sind... Beziehungsweise von einem gewünscht wurde. Danke an dich, an unseren Sponsor, Goldscheffel. Nee, es... Die Platten, die haben sich verschoben und deswegen liegen wir geografisch nicht mehr Südwest, sondern nur im Westen. Wir hatten ja letztens hier ein Erdbeben, kann ja stimmen sogar. Wir sind abgerutscht. Ja. Wir sind von dem Berg einfach runtergerutscht. Nee, aber in den einfach, Westen. Ich finde die Regionalliga West auch richtig cool, weil da einfach viele Traditionsvereine sind. Da hat der Scheffel schon recht. Grüße an dich, Scheffel. Ich gebe Grüßchen auf dich, ne? So, viel trinken ist angesagt heute, bei dem war Wetter egal. Ah nee, ich glaube da bin ich zu schnell auf dem Boden. Neues Spiel am besten. Oder schnell. Nee. Ich würde neues Spiel sagen, ne? Ja, also, würde ich auch. Oh, ich hab was gehört. Park Rangers. Oh. Ja. Gott. Verein gründen, was denn sonst, ne? Warte, Anzeigegehalt jährlich ist doch scheißegal. Mit Mitarbeiterschatten, nein. Wöchentliches Gehalt. Das wird dann nur so angezeigt. Das ist eigentlich das gleiche. Zeige Gesamtstärke und Talentschäne, klar. Ich meine, kann alles dabei. Das wäre ja auch blöd, wenn du da keine Stärke von dem Spiel hast und denkst, kenne ich nicht, aber wie gut ist der? Kann ich so lassen, ne? Ja. Aber in echt wäre das haben wir ja schon mal eingestellt. In echt wäre das ja nicht so, dass du auf einmal auch, aber ja, doch, 85. Da hast du auch eine Vorstellung ungefähr, welche Stärke. Da gibt's halt keine Zahlen, aber da weißt du halt auch, wie stark der Spieler ist, ne? Aber jetzt kommt das wieder. Dafür gibt's ja Scouts und so weiter. Die Datenbank, ne? Standard EA Datenbank, denke ich. Mit Dito haben wir ja noch nichts gemacht, ne? Doch. Ich hab alle Spieler umbenannt. Transfereinstellung, erste Saison ist für uns auch egal, weil wir über unser Geld frei verfügen können. Aber verringertes Transferbudget, das ist sehr schlecht. Das ist schlecht. Das wäre egal, bei Vereingründen ist es egal. Ja. Mit zukünftigen Transferspielen auch, klar. Bei der? Länder, so. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen mehr nehmen können als Deutschland ist klar, Create a Club Liga. Was war das jetzt? Jetzt musst du wieder Create a Club Liga. Was ist das denn? Was ist Create a Club Liga? Oder warte, dann machen wir wieder nur vierte Liga, weil das ist schon wieder total überfordert mit 31 Ligen. Ja, aber ganz ehrlich, Türkei brauchen wir nicht. Ja, aber wir starten sowieso in der... Aber dann könnten wir natürlich auch die fünften Ligen berechnen. Das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Wie ist es, wenn ich die Länder jetzt hier ausschalten sollte, habe ich dann... Also kann ich dann nicht Spieler aus Spanien jetzt nehmen, wenn ich das ausschalten würde? Oder wie? Doch schon, aber du siehst da... kein Spielerbild. Und das ist alles... Man sieht einfach kein Spielerbild, dann können wir sie theoretisch auch kaufen. Freilassen, dann haben wir halt mehr Recht. Ich würde die wichtigen Ligen drin lassen, wie zum Beispiel Spanien würde ich definitiv Spanien drin lassen. Ich würde so lassen dann, Moment, wir gehen hier nochmal durch, ne? Hier. Den haben wir alles in Deutschland, ist klar. England auch, eine der stärksten Liga, Ligen. Frankreich auch, ich meine, das ist ganz wichtig. Wen haben wir noch drin? Italien auch. Ich meine, Niederlande war da eben. Österreich braucht keine, Österreich kann weg. Aber Österreich liegt ja auch so in der Geo. Ja, aber schon. Portugal zum Beispiel habe ich eben auch angekreuzt, denn sowas ist auch Bullshit, Portugal. Ja, ist ja weg. Portugal. Ja, Portugal. Was eben? Braucht keiner? Ja, egal. Kommt eine Mietekatze hier rein? Also, ja, ja, mach weiter. Gut. Die Schweiz brauchen wir. Ja, die Schweiz brauchen wir, oder? Ja. Ja, und so. Ich weiß nur nicht, wie er am Limit arbeiten wird. Weil ich würde. Aber gibt's ja fünfte Liga? Was ja, arbeitet Oberliga, wir am Limit? Oberliga. Was arbeitet am Limit? Ach, mein PC, der schafft das. Ja, also hier bist nur bis Oberliga. Die Kreisliga brauchen wir nicht zu berechnen. Doch. Also wenn schon, denn schon, ne? Also, das reicht. Das ist sowieso das gleiche. Hat sich nicht geändert, die Anzahl der Ligen. Ja, egal. Lala, komm. Ich weiß nicht, also... Ja, was weißt du nicht? Ob das jetzt so gut läuft. Was denn? Wir haben weniger Ligen als letztes Mal ausgewählt, genau. Und selbst wenn wir können ja sowieso alle spielen, das heißt theoretisch können wir Spanien auch noch raustun. Spanien nicht. Wie gesagt, du hast Österreich. Doch gesagt, es wird einfach simuliert, wie das Ergebnis jetzt ist. Oder wie hast du es gesagt? Ja, die Spieler sind halt da, aber alles andere nicht in Spanien. Das heißt. Ist ja nicht schlimm. Wir spielen in Deutschland. Zum Beispiel auch, wenn wir dann Champions League spielen, sind die Mannschaften da in Spanien unterirdisch schlecht.
sowas kann. Also Spanien, ja, dafür wäre nichts dafür. Lassen. Aber Österreich, finde ich, braucht kein Mensch. Und wenn wir nur Top Vereine auch oder? Nicht. Siehst halt auch kein Ergebnis. Dann gibt es die spanische Liga nur mit 8 Vereinen. Aber wenn wir zum Beispiel gegen eine andere Mannschaft spielen und die ist dann ausgeschaltet, können wir ja nichts dafür. Wir haben jetzt zum Beispiel Türkei ausgeschaltet, wenn Türkei dann Champions League Finale ist und gegen die schönen Spiele. Ja, aber die wichtigsten Ligen in Europa würde ich schon drin lassen. Na komm, dann lass es weitermachen. Ja, wir probieren es mal so. Wir können ja mal schauen, ne? Wenn der PC am Limit arbeitet, machen wir nochmal neu. Aber der Wochenplan sollte sowieso schnell laufen, das war nur damals ein FML. Wochenplan! Langsam. Wegen deinem PC. Nicht wegen meinem. Ich weiß nicht auch, was er damals da alles... Aber das war generell etwas langsamer, der Wochenablauf. Vom Spiel her. So, er lädt natürlich jetzt die ganzen Ligen, müssen jetzt, sag ich mal, geladen werden. Ergibt Sinn. Das kann dauern. Genau so lang. Da müssen wir wieder Balken hinmachen. Nee, es ist ja Tobias Marcel Sido LP. Ich meine, wir fangen sowieso von neu an, deshalb bearbeiten wir den nur. Nein, neu erstellt. Wenn schon, denn schon, ne? Ja, der ist ja eigentlich neu, der ist. Nee. Okay, ja. Neu. Ach. Ihr willst aber jemanden hier vorsichtigen, dann mach du mal. Nee, ich, also wie nennen wir uns denn jetzt? Sido LP oder Tobias Marcel Sido? Warum? Warum nicht normal Sido LP? Ja, aber das finde ich irgendwie blöd. Es muss ja wirklich eine Person sein. Mein Gott, weg! Es gibt keine Person, die Sito heißt. Doch. Gib das mal ein bei Facebook. Aber dann steht da SLP. SLP hat einen Vertrag unterschrieben. Ja. Abkürzung, ne? Ach, egal, dann mach. Nein, den Namen finde ich... Stopp, ich hab ne Idee. Nein. Stopp, ich hab ne Idee. Dann wird's bei Marcells Namen ausgeschrieben, ist mir aber scheißegal. Geht das überhaupt? Ich schau mal. Öl? Ja, was bringt das jetzt? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier noch einen von, dann steht da nicht... Okay, geht nicht mehr. Ja, schon klar, das ist von. Da steht dann T.Marcel. Warum ging das im letzten Jahr, aber diesmal nicht mit den beiden da oben? Doch, Marcel fand ich nicht gut, ne? Das. Wir können auch dich oben hinschreiben, also. Nee, komm, lass es einfach so, wie es eben jetzt war. Mist, guck mal, wir sind im Schritt 2. Wo soll ich jetzt hin? Ja, mach unten, so wie es eben halt war, aber wir sind jetzt im Schritt... Da steht halt T.Marcel Sito LP. Ja, das ist ja nicht schlimm, ne? Scheißegal. Komm, jetzt... Jeder weiß, was recht. T. gemeint ist. Nee, ja, Titten, ne? Wir sind weiblich, klar. Aber das ist schon eine... schöne, ja. Egal. Männlich natürlich. 11. September 1998, was weiß ich. Achso, andersrum. Weil es geht nicht weiter zurück. Keine Ahnung. 1998. So, 98, passt. Sind wir 13. Ja, 13. Ja. Ich bin schon 15, aber scheißegal. Nationalität Deutschland, zweite Nationalität, weiß ich nicht. Ich habe keine Albanien. Ja, nee, lass das mal. Doch. Muttersprache Deutsch, ist klar, und Englisch. Das haben wir beide in der Schule. Nein, nicht. Bummelisch. Bummelisch. Ich mach Englisch und dann, weil ich lerne mir noch Spanisch, Englisch. Ja, ich such's ja gerade. Schon bei P. Ja, bei P. Wir sind, da. Dann lernen wir noch Spanisch und Französisch. Wo? Lieblingsverein, ja, das ist schlecht. Warte, hier suche nach Foto, ne? Mach mal. Das sieht ja nicht mal schlecht aus. Wir müssen auf jeden Fall neu. Wir sehen ja genauso alt. Also, das ist so Italiener-Style, so ein bisschen so, ja, Mafia, oder so, und so. Das ist eher Klitschko, das nicht. Ich meine, wir müssen... Nein, keine eigene Datei. Könnte man nicht theoretisch den Vater und den Sito-LP? Dann steht da halt Sito-LP, aber das... Ja, aber das ist auch kacke. Ja, das wäre... Wir bearbeiten ihn sowieso gleich, also... Nee, also der gefällt mir gar nicht. Ich finde ihn cool. Der Klitschko nehmen wir auch nicht. Den finde ich irgendwie authentisch. Das sieht noch so am lebendigsten aus, diesen Italiener Macho-Typ da. Das ist ja auch wie so ein Chinesen, Obamas, die Frisur gefällt mir. Das passt aber nicht zum 13-jährigen Manager. Auch nicht der. Oh, der Frenkel! Also so ein bisschen. Eigentlich. So, aber nett. Na, das ist ja schon Standard. Also das ist Standard, ja komm. Nein, das ist ja langweilig. Standard. Genau das Ding. Ja, das ist aber hässlich.
Ja, komm, das ist der Standardtyp, nur mit der komischen. Ja, und es ist wenigstens, wir haben Haarstyle gemacht. Wir haben unsere Haare geändert. Passiert ja. Ach, was sieht so hässlich aus? Dann nehme ich lieber den Standardtyp. Okay. Hey! Oha, wie unfair. Tja. Okay. Das ist ja irgendwie voll. Nee, lass es jetzt so, wir wollen es da nicht aufhalten, wir haben viel zu tun. Guck mal, der hat hier voll tief halten. Ja, dann. Aber das sieht voll scheiße aus. Den ändern wir gleich ja noch. Gut. Also Lieblingsverein geht bei uns nicht. Nee, lass es. Doch, doch. Nehmen wir einfach Darmstadt 98. Das wird passen sogar. Also. D! Da. D Berlin? Darmstadt. Wenn überhaupt Darmstadt. Aha. Niemals trainieren will ich. Hä? Liebe, ja, weil du es einmal ausgewählt hast. Ah. Hä? Nee, mein Lieblingsspieler haben wir ja sowieso. Lieblingsspieler Darmstadt, natürlich. Nee, also niemals trainieren würde. Ich persönlich wäre ja für Offenbach, aber ich meine, ist mir auch scheißegal. Überlegen. Entschuldigung, alle überlegen fest. Dann nehmen wir einfach hier den einen. Den Alf da. Den Alf da. Wie wir niemals dann. Wir wollen ja natürlich nicht trainieren, weil es wie After klingt, aber naja. Okay, machen wir mal weiter. Achens. Wollen wir es jetzt so lassen oder nicht? Yeah, nichts, keine. Wir sind offen für alle. Also Darmstadt haben wir jetzt auch genommen, weil Darmstadt sind wir beide Sympathisanten. Ich hab doch eben keine ausgewählt. So. Okay. Das, ja, das stimmt doch alles. Gut, jetzt geht's. Also eine Gesichtsform natürlich ganz anders. Irgendwas. Noch nicht bei euch hat so ein rundes Gesicht und mein Gesicht ist schon ziemlich groß. Muss ich ja sagen. Gibt auch nicht so viel. Der sieht gar nicht mal von der Gesichtsform schlecht aus. Halt, die Person an sich sieht hässlich aus, aber die Gesicht. Es geht um die Gesichtsform. Wie viele Gesichtsformen gibt's denn hier? Also das hier wird jetzt schon zu dick. Das, das ist auch nicht. Kann sein, dass sie sich ähneln. Nach einer Zeit kommen die einfach nochmal. Ach du Scheiße. Nee, wir machen. Der sieht gut aus. Das sieht ganz normal aus. Hautfarbe, heller, würde ich machen. Das heißt. Oha. Nicht ganz hell. Ja, das ist schon wieder plus. Das sieht ausgekackt aus. Drei wenn dann. Ja, drei, okay. Das Hauttyp. Sieht, na gut, das sieht aus. Hauttyp. Guck, da können wir den Hauttyp noch ändern. Sowas sieht ganz gut aus. Augenfarbe passt auch. Haarfarbe. Schwarz. Weiß. Nein. Schwarz oder braun. Bart, brauchen wir nicht. Doch. Wir sind 13. Ja, natürlich brauchen wir Bart. Da, wir brauchen Bart. Oh nee, mach doch gleich so ein Adolf-Bart, ne? Recht. Heute spielen wir nur über rechts. Das sieht gar nicht schlecht aus. Farbige Gesichtsbehaarung. Ja, genauso wie. Eigentlich hat die Gesichtsbehaarung genau die gleiche Farbe wie. Koteletten. Nein. Koteletten. Nee, Haarschnitt ist da unten noch. Da auf jeden Fall ein anderen. Wir sind nicht so halbplatz. Die Augenfarbe, die macht nie keinen Unterschied gerade. Ja, ich kommentiere das jetzt mal nicht, was da kommt. Das ist ja geil. Ich suche den Frenkel, ne? Nein. Es muss schon passen. Zum Fußballtrainer. Es kamen so viele Frisuren jetzt, die gut waren, aber. Komm, dieselben kann das sein? Nee. Guck mal, mach doch langsam, da war eben. Also ab da wird alles dumm. Geh mal zurück jetzt. Das ist voll rassistisch gegenüber das dem Torwart. Das ist Peter Tschech. Ja, das war rassistisch gegenüber dem Torwart. Aha. Ich bin immer lockiger. Dante wollen wir auch nicht sein. Vielleicht kommt Jesus. Der mit dem Bart sieht das so. Ja, okay. Das sah gar nicht was schlecht aus. Was? So eine ganz normale Standardfrisur. Das? Ja, das geht auch. Was? Das? Ja, das sowieso. Größe, wir sind größer. Wir sind ziemlich klein. Nein. 1,86. Ich hab 2,20 für. Ah, 2,30. Okay, 1,86. Ja. 1,86. Und wir etwas mehr, wir haben Muskeln, dann bitteschön 90. Nein. Wie fett geht's eigentlich so als Trainer? Ah, 150. Ah. Danach darfst du kein Trainer mehr werden. Wobei Rainer Kallmund hat's ja auch geschafft, ne? Sportlich. Also, so förmlich wollen wir ja nicht. Oder was geht. Fletcher. Swagger. Zwei zurück. Das ist auch gar nicht mal schlecht für so einen Trainer. Aber mir gefällt das eher. Ja, das ist gut. Okay. Ich hasse diese Übergänge hier im FM, weil man muss jede einzelne Sequenz hier kurz zensieren wegen den Namen da.
Mit Finanzassistent spielen? Nein, wir wollen ja selber Finanz und mit Manager Privatleben, wir wollen natürlich auch wieder eine Olle. Sexy Frau. Ja. Achso. Du musst uns dann noch auswählen. Ach, der Penner da. Ja. Guck mal, wie denselben hat wie vorher. Ja. Fällt mir gerade auf. Warte, Vergleich, Vergleich, Vergleich. Ha, ha, ha. Okay. Ja. Schwierigkeitsgrad normal, das ist das einzige realistische. Haben sie am 14.15 erstellt? Echt? Warum haben die daran erstellt? Keine Ahnung. Stadt hatten wir ja Siedlerhausen, das sollte noch im System drin sein. Ja, komm. Ach, Siedlerhausen und Siedlerhausen. Siedlerhausen, ja. Haben wir schon mal gesagt, ne? Es passt, Regionalliga West finde ich auch passt eigentlich gut. Südwest passt mal besser, aber West passt auch gut. Wir sind aber eigentlich relativ oben schon, ne? Also fast West. Ja, West, wir sind knapp an der Grenze zu West, ne? Eins, dann Name des... Oh Gott. FC Sido, ja, was denn sonst? FC Sido. Kurzname, FC Sido. Echt? Ja, 10 Zeichen, ne? Ich muss das richtig schreiben, so. Abkürzung von Fan... Gesänge, die Sitos, passt doch. Nicht. Oh, es geht gar nicht weiter. Die Sito. Nee, weil... Der Sito. Ich geht's nicht weiter. Das Sito. Ach, ne? Abkürzung. Das für Fangesänge irritiert mich. FCS. Der FCS. Dann kann der FCS... Verwendung im Satz. Warte, kann von... Von den FC Sito. Können die FC... Das lassen wir. Weil können die FC Sito ist ja kacke. Kann der FC Sito, das reicht doch. Ja, und dann unten mach mal, was unten noch war. Das ist ja da oben drüber, ja, auch. Ja, stimmt, stimmt. Ja, dann mach's andere. Also, wir haben gesagt Regionalliga West. Warum haben wir eigentlich nicht in der Hessenliga angefangen? Egal. Die Hessenliga ist die Ober... Regionalliga West. Ist die Hessenliga über der Regionalliga unter. So, jetzt kommt die Fem... Hä? Ja, jetzt kommt die Fem... Was, ja? Ja. Das war eine Frage, ob die oben oder unten ist und sagst ja. Fanbezeichnung die Sitos. Dankeschön für die Antwort. Bitte. Der Sitos, aber die Sitos. Ja, sag doch mal, komm schon. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Sieht aus dem Stadium natürlich. Für den Englischen. Ein internationaler Verein. Und wir haben ganz viele Menschen in Siedlerhausen. Wollen wir realistisch bleiben. Ja, da kommen halt keine zu spielen, aber naja. Ja, das. Das? Nein. Ganz Hessen. Über 50.000, so machen. Weiter. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil, und zwar dem Wappen. Die Folge wird etwas länger als sonst, aber kack drauf. Ja, Mannschaftsstellung, ne? 2.0. Oh Gott. Wir hatten ja dieses blöde Dings da. Warte, wir hatten... Wo ist denn das hier? Moment, das sieht auch gar nicht mal schlecht aus, aber zu klein, finde ich, für den FC Sito. Dann schon eher das, aber wer hat das? Ist kacke. Welches hatten wir denn? Wo war das denn? Ich meine, wir können natürlich auch ein neues nehmen, aber wollen wir nicht. Hä, wo ist denn das jetzt? Du kannst Muckt auf. So. Das, oder? Nein. Das hatten wir nie im Leben. Ich weiß nicht mehr, welches Wappen wir hatten. Kann das wahr sein? Ah, das war so königlich. Aber ja. Ich kann nicht aber auch nicht. Wir können aber ein neues Wappen erstellen. Ja, das muss schon gut aussehen. Das sieht scheiße aus, das sieht jedenfalls scheiße aus. Sieht fett aus. Sind wir doch auch. Boah, ich glaube das war's. Oder da. Auf jeden Fall war es so eckig. Wir können natürlich auch gerade schauen. Wir können auch das hier nehmen, ne? Ah, nee. Weil da oben. Ich bin nicht irgendwie. Ich bin. Aber viel mehr gibt's auch nicht. Ich weiß ja gar... Das sieht doch geil aus. Ja, klar. Stimmt, das rotiert hier einfach nur nach hinten. Hab ich gar nicht gesehen. Dann kommt der Kasten wieder. Ja, okay. Was nehmen wir jetzt? Wir können natürlich auch gerade schauen, welche Form wir hatten. Ist ja scheißegal. Warte. Das. Das hatten wir, glaube ich, sogar. Ja, das sieht irgendwie... Aber ist ja kacke, wenn wir es wieder benutzen, aber egal. Nee, aber das ist auch das Einzige, was gut aussieht. Dann FC Sito, Was ein bisschen golden hat. Müssen wir da noch...
dann am besten Schriftgröße größer. Vito. Da nehmen wir das. Größer. Sop. Was habe ich da geschrieben? Ich kann doch... Sop. Ja, weil ich wir haben in der russischen Liga. Hä? Jetzt. Warum wird es so scheiße? Größer, größer. Naja. Ach, na ja. Es ist scheiße. Wir müssen erstmal das hier mit den Übergängen machen. Weil sonst kann man das nicht, Ja, gelb-rot, ne? Nein, ich meine jetzt hier, was wir hier... So überhaupt nicht. Nee. Also, aber so quer sieht auch scheiße aus. Wenn schon, also längs. Und da gibt's nur... Wie? Also so, entweder das... Das hatten wir auch. Das war auch gut so. Ist halt ein bisschen schräg dann, ne? Warte, kann man ja nicht... Ach. Doch, man kann. So. Gut. Ich würde das andere noch gelb machen. Also rot passt schon, aber gelb. Passt. Und natürlich Text 2 müssen wir noch machen. 2014. Aber wie soll denn die Textfarbe sein? Ja, schwarz. Oder? Schwarz ist so langweilig. Ja, was sonst? Ja, das ist das Problem. Was ist das? Nee, das beißt sich alles. Schwarz ist schon gut. Kackverein 2000. Geht nicht. Gib einfach 2014 ein. Ich wollte Kackverein 2012, 2013 nehmen. Geht aber leider nicht. Wo ist das denn? Mach nur 2014. Hm? Du hast doch vorher gesagt. Nee, 2014. Ja, aber wenn wir doch nichts, wenn wir die dritte Saison haben, spielen wir auch 2014. Ja, aber einfach so vom Erstellungs. Datum. Aha. Das können wir in einem anderen Stil machen, ne? So. Das ist so nach dem Motto. Ja, passt sogar. Was ist denn das? Das muss unter den Ball. Der Ball muss auf jeden Fall weg. Dafür kommt wieder unser LP. Unser langer Penis. Das geht doch gar nicht. Doch, doch. Das geht, wenn du da weiter. Das ist bei den Elementen. Wir können natürlich auch das 2000. Du warst den Scheißball weg. Ja, mach doch einfach, wähl ein anderes aus. Nee. So, ja, ich wollte den erstmal wegmachen. Wo kommt das 2014 hin? Schauen wir dann erstmal LP. Achso, Entschuldigung. Ja, aber was willst du denn sonst machen? Da kam ich das jetzt erstmal unten in die Ecke. So. Größer auf jeden Fall. Ja, ja. Eins. Oder zwei. Schriftgröße, das ist alles definitiv zu groß. Ja, wir sind noch nicht fertig. Eigentlich wollten wir uns nicht so lange darauf halten, aber... Ah, 2 ist... 3 geht doch eigentlich vollkommen. Ja, wo willst du 2014 noch hin? Na gut, okay, du hast recht. Wir können natürlich auch das L rot und das P, gelb machen. Das ist dann wieso... Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber... Was haben wir hier eigentlich für ein Rot genommen? Das ist Rot. Das ist gelb... Das ich weiß nicht, wie es aussieht, aber... Hat irgendwas, finde ich, aber ich weiß nicht. Hat, aber hat was. Finde ich scheiße, dass es irgendwie so klein ist. Ich finde, das hat was. Also das sieht gut aus, finde ich. Ja. 2014 dann noch richtig platziert, weil es so ein bisschen auf dem Rand ist. Oder warte. Nee, fährt auf keinen Fall. So? Ja. Welche Farbe? Ja, schwarz, ganz normal. Okay. Ich will es vielleicht noch ein Stück größer, so. Und das war's? Ja. Meine Karte. Ah, oh, Dateiname sieht hoch. Sei das nicht erzählt. Ah, da hatten wir sogar noch das andere, hätten wir auch schauen können. Naja, egal. Okay, das sind wir Menschen, ne? Ja. Das Trikot, da müssen wir jetzt uns irgendwie schauen, dass wir das schnell hinter uns bringen. Auswärts machen wir auf jeden Fall wieder so ein ähnliches blaues, wie wir hatten. Oh Gott. Kann ich gar nicht dran erinnern. Heimfarbe, da würde ich rot auf jeden Fall nehmen, weil es sieht besser aus wie gelb. Hallo? Finde ich so, wenn ich in ein Stadion gehe und mir so ein Trikot vorstelle, ich glaube, das Gelb sieht dann, vor allem wenn es dann Tag ist, sieht so komisch aus. Ja, okay. Rot sieht da schon besser aus. Wie machen wir das jetzt?
Warte, ich würde auf jeden Fall, ich würde das vielleicht so machen, so. Das ist auch wirklich designartig ist hier. Dann halt ein bisschen schauen, was da so kommt. Ne? Also das nicht. Was ist das hier? Aber es muss auch vorne was erkennbar sein. Also nur hinten geht natürlich nicht. Das aus wie so Kackstreifen. Ah nee, das passt mit dem Gelb nicht. Nee, schwarz will ich hier im Heimtrikot nicht haben. Das passt Was auch ist? gar nicht. Ja, nee, aber es passt einfach nicht zu Heim. Weil das sieht gar nicht mal schlecht aus, finde ich. Aber da muss die Hose natürlich anders. Die Hose würde ich bei sowas dann nicht schwarz, nein. Rot machen. Das wäre die Hose sowieso, würde ich so vielleicht hier so einen kleinen Schwarzton rein. Sollen wir hier vielleicht einen kurzen Cut machen und dann Weil ein bisschen können wir beim ja. nächsten? Ja, ich glaube, wir haben schon locker 30 Minuten jetzt Nee, voll. nee. Du hast ja locker nach Noch 6 nicht Minuten an. ganz. Also, ich finde Die Hose ist gut. ich find dieses schräge Design irgendwie nicht toll, weil der Übergang ist ziemlich scheiße. Ja, Aber die Hose haben wir jetzt schon mal. das geht. Meinst du das? Ja, das haben wir letztes Jahr, glaube ich, auch Ja, gehabt. aber ein bisschen Naja. anders, oder? Ja, Das die ist ja auch stutzen langweilig, immer irgendwie. das. Die stutzen, ja. Ist ja kacke, wenn alles rot ist, ne? Deshalb ja ein anderes Design. Wie meinst du? Also bei Trikot. Weil das gleiche Trikot die ganze Zeit zu nehmen, ist auch total langweilig. Das haben wir jetzt schon eine Saison gesehen. Du musst bei Design. Stutzen ändern sich nicht, kann das sein? Aber das machen wir gleich. Die Hose war gut so. Weil das passt doch besser mit den Streifen am Rand, oder? Ja, das beides passt gleich. Nur bei Ja. 18 Streifen. Ich finde irgendwie komisch, dass es beides irgendwie gleich aussieht wie vom letzten Jahr. Deshalb ja ein anderes Design. Oh, klein. Den Spielern ist auf jeden Fall oben. Schwarz oder weiß? Weiß. Positionswappen ist ganz normal links. Nicht Rückennummer. rechts. Auch so, nicht. Nicht! Nee, rechts. Also rechts. Das muss ja auf dem Herzen sein. Oh, als ja, wenn ich es jetzt sagen So könnte. ist. Ja. Kapitätsbinde sollte auf jeden Fall gehen. Schwarz. Oder gelb. Aber so das. Und jetzt noch ein anderes Trikotdesign. Ich dachte, das wolltest du behalten. Nee, ich habe gesagt, es ist langweilig, immer wieder das gleiche zu nehmen. Hatten wir nicht das letzte Mal? Nee, wir hatten. Ich Aber verlasse. das sieht auch genauso aus. Das hat uns eh kein Glück gebracht. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Die sehen mit der Zeit eh alle gleich aus. Ach Gott. Ah ja, hier ist eine Guck mal, das Eckfahne. hatten wir doch auch schon vor ein paar Designs. Ja, das sieht aus. Oh Gott. Das sieht noch schlimmer aus. Ah, jetzt kommen die gewagten Designs. Nee. Marco, was ist das für ein kleiner Kackstreifen gelb? Bringt doch einem überhaupt nichts. Oh, das war eben gut. Mit diesen Kreisen um das Wappen. Warte, wenn wir. Da wird irgendwie immer alles gleich. Warte, wenn wir jetzt das gelb machen. Oh Gott. Was war das? Was war das eben? Was war das doch eben? Aber guck mal, das finde ich auch. Hat auf jeden Fall was. Ja. Das finde ich cool. Das Was? gefällt mir. Ja, wenn du es rot machst, hat es keinen Sinn. Wohl? Ja, das sieht Ja. genauso aus. Okay, ist auswärts. Irgendwas mit Blau auf jeden Fall. Wieder so dunkelblau. Ja, das. Und das? Schwarz erstmal. Ja, schwarz. Wir alle erstmal zurück. Dann ein rotes. So ein bisschen roten Touch muss es natürlich haben. Oh Gott, Kackstreifen, super. Warte mal. Wobei da könnten wir sogar Streifen nehmen. Das wäre gar nicht mal schlecht. So. Ja, mach mal weiter. Ich bin dafür, okay. Warte mal ein bisschen so.
Streifen sieht so aus, das sieht zum Beispiel sehr gut aus, finde ich, mit den zwei blauen Streifen. Fürs Ausbild. Mhm. Natürlich eine andere Hose dann, wenn überhaupt. Eine schwarze Hose. Mit roten blauen. Streifen. Mit blauen, oder? Oder ja, blau. Ja, guck mal, passt. Finde ich extrem nice. Und dann rote Stutzen oder schwarz. Wo finde ich erstmal ein paar Designs, das hier? Ja. Schwarz passt, glaube ich, besser zu Auswärtstrikotstutzen. Guck mal hier. Das ist noch rot. Warte, das ist rot. Dann haben wir so ein bisschen... Ah, da oben ist ja schon rot. Wenn wir das andere gelb machen würden. Ja, aber guck mal, das sieht doch gut aus. Gelb weiß ich schon wieder. Wobei, das geht auch noch. Gut, das andere ist... Na gut, hier sieht man rot. Die Kompetenz halt nicht, ne? Gut, das sieht man. Ja, das wär's dann auch. Ja, und weiter geht's, oder? Ja. Oh. Na. Auf jeden Fall machen wir diesmal nicht so eine große Haupttrippel, ne? Sondern das ist ja, wir wollen ja realistisch bleiben. Eher kleiner. Ja. Okay. Ich würde noch ein paar Sitze dazu machen. Wir haben 700 Sitze, das ist ja... Hallo, wir sind ein kleines Stadion in der Kreis. Ja, aber Regionalliga. 5000 sollten schon drin sein. Ja, aber es ist ja ein bisschen gemein, wir wollen ja schon realistisch haben. Wir hatten es, glaube ich, auch so gelassen. Warte, hier würde ich auf jeden Fall noch Plätze machen. Und dann vielleicht noch hier. An den Ecken. Das ist doch kacke, wir wollten das doch so lassen. Und das dann selbst ausbauen. Ja, aber so sieht es einfach auch mehr nach einem... hier vielleicht dann noch Stehplätze. Dann hätten wir eine Kapazität von 1800, ist auch wenig. Wie viele Plätze sind hier? Nur 700? Finde ich etwas wenig für eine Haupttribüne. So. Achso, hier, und 1000, 10.000. Ja, okay. Erstmal ist das gut, okay. 10.000, ja. Ich hoffe, das haben wir jetzt übernommen. Ich weiß nämlich nicht, ob es übernommen wurde. Egal. Ist ja auch realistisch. Also, Urkunde natürlich. Hiermit bestätigen wir die Gründung des FC Situ am 1.7. Wäre das so Quatsch. Am 11. Juni 2014, beziehungsweise am 12. Juni 2014. Ja, der Club befindet sich zu Langweiler 100% in ihrer Eigenschaft. Ich glaube, in ihrer Eigenschaft von Tobias Marcel. In ihrer Scheiße. Befindet die sich. So, nächste Saison geht's dann gleich in die Saisonvorbereitung. Erstmal nochmal hier Mails checken von den heißen Ladies. Wir werden sicherlich ein paar, wir werden auch gleich die Spieler umbenennen. Der Chef ist natürlich dabei. Hier, das sind unsere, natürlich viele zweite Mannschaft, aber hier, wen haben wir zum Beispiel? Oh, ganz Wuppertal, sehr geil, freue ich mich schon auf Wuppertal. Sportfreunde Siegen, Sportfreunde Lotte, auch richtig geil. Lotte, was? SC Werl, Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Oberhausen, da haben wir sie doch. Fortuna Köln ist auch mit drin. Viktoria Köln, da haben wir doch diese ganzen... Hätten wir eigentlich auch theoretisch in der Regionalliga Nord sein können, obwohl wir ganz unten im Süden unseren Sitz hätten. Wir starten, ja. Das wäre behindert. Okay, dann hier mal auf... Freue ich mich sehr auf die SC Wiedenbrück, wird auch interessant. Aha. Vielleicht bei Jahren wird durchgeführt. Mal schauen, welche Mannschaft wir bekommen. Ich bin... Okay. So, ja, erster Tag, Herausforderung. Alter, das Wappen. Egal. Ja, das wäre lustig, wenn das andersrum wäre. Wenn das gelb hier wäre und... Ja, das sieht man ja nicht. Ja, das wäre das Lustige daran. Oh, hier ist Sony. Mitgliedsbeiträge. Ja, das machen wir aber alles in der nächsten Folge, wenn es dann wieder losgeht. In der zweiten Saison, man könnte schon fast meinen, Staffel 2, weil es gab ja fast 2 Wochen Pause. Fast eine Woche, aber egal. Bis dann. Folge 43 sollte das sein. Ja, das ist Folge 43. Ja, mit ein bisschen Überlänge. Ich weiß gerade nicht wie viel, aber es sollte nicht so viel sein. Verabschieden wir uns hiermit von dieser schönen Folge. Ja. Wir sehen uns dann nächstes Mal mit Tobias, was er sieht, RP. Ja, jetzt habe ich die Fahrt verloren. Egal. Eure Jungs von Sito RP. Bis dann. Tschö. Tschüss.